Ah, die Castes. Es heißt, du könntest mir bei meinem Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt helfen. Deine was? Oh, verzeih. Ich fange am besten von vorne an. Ich bin Neokles, ein himmlischer Gärtner hier in Atlantis. Ich arbeite daran, das Pflanzenwachstum zu unterstützen. Können die Pflanzen hier nicht von allein wachsen? Oh nein! Du bist doch kein Anhänger von Minerva, oder? Ganz ruhig. Warum sagst du mir nicht einfach, was du von mir brauchst? Verzeih mir, die Castes. Du bist noch neu in Atlantis und ich war voreilig. Ich fange von vorne an. Im Grunde sind Pflanzen unsere wichtigste Ressource hier. Doch die Menschen haben zu viele von ihnen gepflückt und nun leidet die Luftqualität. Du willst neue anpflanzen? Ja, sozusagen. Ich habe eine Hypothese, eine Theorie. Ich glaube, eine mächtigere Energiequelle als die Sonne könnte zu einem nachhaltigeren Wachstum führen. Da komme ich nicht mit. Im Garten des Triton gibt es Vorrichtungen, die das Licht reflektieren. Leiten wir die Strahlen mit Hilfe der reflektierenden Oberflächen um, können wir das Pflanzenwachstum stimulieren. Ich soll also die Beleuchtung verbessern? Ja, ein Dekastes, der sich um die natürlichen Ressourcen kümmert. Das sendet ganz Atlantis eine klare Botschaft. Eine gute Botschaft, hoffe ich. Es scheint, als müssten alle Lichtstrahlen die zentrale Struktur treffen. Das muss die Vorrichtung sein, von der Neokles sprach. So ähnlich habe ich doch das Tor zu Atlantis geöffnet. Thank you.
Pflanzen werden schon sehr bald wachsen. Wunderbar. So sollte es gehen. Jetzt zurück zu Neokles. Ach, da stimmt doch was nicht. Was ist passiert? Die Strahlen sind neu ausgerichtet. Erst schien es zu funktionieren, aber dann... Die Strahlen sind ausgerichtet, ja. Aber die Energie ist weg. Was glaubst du, woran es liegt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Die Lichtstrahlen sollten sich über die Gärten erstrecken und sie mit angereicherten Photonen versorgen. Oh nein. Mit den Photonen stimmt etwas nicht. Machst du dich über mich lustig? Wer weiß denn nicht, was Photonen sind? Nur ich und der Rest der griechischen Welt. Vergiss die Photonen. Mit meiner verbesserten Quelle sollte die Vorrichtung... Oh, außer das Licht stammt nicht aus der verbesserten Quelle und ist nicht angereichert. Der nächste Schritt ist also... Geh zum Aufsichtsraum. Die Energiequelle muss an Ort und Stelle sein. Und was genau ist diese Quelle? Es ist eruptives Material aus himmlischer... Es ist ein Stein. Stell sicher, dass da ein Stein im Aufsichtsraum ist. Gut. Ich sehe nach, ob dieser Stein da ist. Scheint, hatte Neokles recht. Hier ist kein Stein. Hey! Stehen geblieben! Komm zurück! Malaka! Der Dieb muss hier irgendwo sein.
An die Castes hier zu suchen. Ich jage eine Diebin. Offenbar warst du es, die Neokles-Stein gestohlen hat. Mein Name ist Melitta. Ich bin eine Umweltbiologin, keine Diebin. Neokles hat keinen Anspruch auf eine natürliche Energiequelle wie diese. Du hast viel riskiert für diesen Stein. Du bist der Dikastes und weißt nicht, was diese Energiequelle ist? Interessierst du dich etwa nicht für die Zukunft unserer Ressourcen? Es ist ganz einfach. Steck den Stein in Neokles Vorrichtung und tada, die Pflanzen wachsen wieder. Das ist nicht Neokles erster Versuch, den Bestand zu retten. Als zu viele Pflanzen gepflückt wurden und das Bienensterben begann, versuchte er zunächst, die Pflanzen künstlich zu bestäuben. Als er die Pflanzen künstlich bestäubt hat, hat er den Boden ausgelaugt. Als er den Boden... Ich verstehe schon. Aber wie würdest du die Gärten retten? Gar nicht. Die Natur heilt sich seit Urzeiten selbst. Neokles muss aufhören, sich einzumischen. Melitta! Du warst schon immer gegen dieses Projekt. Du ignorierst den Einfluss der Zivilisation auf das Ökosystem. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wann akzeptierst du, dass deine Theorie widerlegt ist? Widerlegt ist das falsche Wort. Ich habe lediglich meine Theorie angepasst, nachdem sie zu unerwünschten Resultaten geführt hat. Hört auf zu streiten, ihr beide. Du hast recht. Ich wollte die Energiequelle zerstören, um dieses Projekt endgültig zu beenden. Aber als die Castes obliegt dir die Entscheidung. Gut, gib mir den Stein. Ich beende es ein für alle Mal. Bist du wahnsinnig? Du hast jede Chance auf eine nachhaltige Zukunft zunichte gemacht. Vertraue auf Gaia. Die Natur heilt sich selbst, wenn du sie lässt. Hab Dank, die Castes. Das war die richtige Entscheidung. Wir werden vielleicht nicht gleich Verbesserungen sehen, aber die Gärten werden sich erholen.